Bildgröße in Mailchimp. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich bin hier am Entwerfen eines Mails und ich habe bereits zwei Bilder im Einsatz. Hier oben das Logo und hier unten das Handorgelbild. Und ich will wissen, wie groß müssen denn die Bilder sein oder wie groß dürfen die Bilder sein? Ich schaue mal nach. Das Logo hier ist irgendwie zu klein geraten und das hier unten ist okay. Ich weiß aber nicht, wie breit ist eigentlich nachher die Mail, wenn ich sie verschickt habe. Wenn ich hier oben auf Preview gehe, also auf Vorschau und Enter Preview Mode, also den Vorschau-Modus einmal öffne, dann sehe ich meine Mail, wie sie nachher aussieht. Also das Logo ist irgendwie zu schmal und das hier ist gerade breit genug. Ich schaue mal nach, wie breit die Bilder wirklich sind. Ich gehe zum Windows Explorer. Hier sind die beiden Bilder. Hier das erste, das Logo. Das ist 294 Pixel breit, sagen wir 300. Und das Handorgelbild. Das ist 1387, sagen wir 1300 Pixel breit. Also, ich gehe wieder zurück. Wenn ich also ein zu breites Bild hole, dann wird es auf eine bestimmte Breite geschrumpft. Und wenn es zu klein ist hier oben, dann bleibt es eben zu klein. Wie breit ist denn nun eine Mailchimp-Nachricht wirklich? Die Breite von hier links bis hier rechts ist 600 Pixel, also 600 Bildpunkte. Ich gehe hier wieder aus der Vorschau zurück. Ich klicke hier auf das X und weiß nun, ah, dieses Bild hier ist zu klein. Ich gehe mal auf Bearbeiten und sage hier beim Bild nicht etwa ersetzen, sondern editieren. Und jetzt startet hier etwas Komisches. Das ist irgendwie ein Bildprogramm integriert in Mailchimp. Und ich sehe nun, wenn ich das Logo groß sehe, das ist schon ziemlich pixelig. Also ich kann das nicht noch größer machen. Wenn ich hier unten einfach sage, das sei nun 600 Pixel groß, dann sieht es noch schrecklicher aus. Also ich schließe hier wieder, ich ersetze dieses Bild. Also ich ersetze das. Replace. Und ich füge hier ein weiteres Bild hinzu, Upload, also hochladen. Ich nehme dieses farbige Logo, das ist nämlich 2300 Pixel breit, das sollte genügen. Öffnen. Jetzt wird es hochgeladen hier in das Content Studio und sofort in meine Mail und jetzt sieht das perfekt aus. Natürlich. Also das Originalbild ist ja noch viel größer, viel breiter als diese 600 Pixel und deshalb meldet hier Mailchimp auch, das sei nicht ideal, es brauche zu viel Platz. Ich sage hier, let's fix it. Also ja, verkleinern wir doch das. Hier steht zwischen 800 bis 1200 Pixel sei gut. Also let's fix it. Und hier habe ich nun das Logo und ich sehe hier, die Breite wurde mir vorgeschlagen 1200, aber ich verkleinere das noch. Ich schreibe hier mal 800, ein bisschen mehr als 600. 800 in der Breite, das ist W, und dann wird die Höhe automatisch angepasst. Das ist soweit gut. Save, also speichern hier oben. Ich sehe hier nichts, aber ich habe die Mailgröße, also den Speicherplatz, verkleinert. Hier das untere Bild, wenn ich hier auf den Bleistift klicke, auch hier meldet Mailchimp, das Bild sei zu breit oder zu groß. Auch das bearbeite ich nun, let's fix it. Ich könnte natürlich auch hier oben sagen, ich editiere das. Und 1300 Pixel, das ist zu breit. Ich ändere das hier unten und ich ersetze das wieder mit einem 800 Pixel breiten Bild. Sage hier oben speichern. Und habe nun wirklich auch Speicherplatz optimiert. Das war's.